Ein neuer Tag beginnt in diesem typischen Haushalt. Um die Stromrechnung zu senken, wurde ein SolarEdge-PV-System mit Batteriespeicher installiert. Das SolarEdge-Monitoring-Portal bietet Einblick in Stromproduktion und Konsumverhalten des Haushalts, indem es den Energiefluss zwischen PV-Produktion, Batterie, Netz und Lastprofil anzeigt. Systemdaten werden in Echtzeit durch einen Graph dargestellt. Die rote Kurve zeigt den Verbrauch. Die grüne Kurve die PV-Produktion, die blaue Kurve steht für den Eigenverbrauch. Um 6 Uhr morgens liegt die PV-Produktion bei 0. Die Batterie ist entladen, nachdem sie das Haus über Nacht mit Strom versorgt hat. Der Strombedarf wird durch das Netz gedeckt. Bei Sonnenaufgang steigt die PV-Produktion an, der Basisstrombedarf wird aber weiterhin durch Netzstrom gedeckt. Um 6.45 Uhr morgens erwacht der Haushalt. Der Strombedarf steigt, da sich die Familie zum Weggehen bereit macht. Mit steigender PV-Produktion ist das PV-System nun in der Lage, zusammen mit dem Netzstrom den steigenden Verbrauch zu decken. In dieser Phase steht der PV-Strom zur Deckung des Strombedarfs zur Verfügung, aber nicht zur Ladung der Batterie. Es ist 8 Uhr morgens. Da jeder das Haus verlassen hat, sinkt der Strombedarf. Die PV-Produktion übersteigt jetzt den Verbrauch. Es wird kein Strom durch das Netz bereitgestellt. Das Haus ist heute nun das erste Mal energieunabhängig. Die grüne PV-Produktionskurve übersteigt die blaue Eigenverbrauchskurve. In diesem Fall wird der PV-Strom genutzt, um die Batterie zu laden. Die Batterie wird weiterhin über den Morgen hinweg durch PV-Strom geladen. Der Strombedarf bleibt gering und wird vollständig durch PV-Strom gedeckt. Bei PV-Spitzenproduktion und vollständiger Ladung der Batterie kann der überschüssige PV-Strom in das Netz eingespeist werden. Mittags ist das Haus immer noch energieunabhängig. Mittagessen. Die Kinder sind zurück aus der Schule. Sogar mit steigendem Energieverbrauch ist die PV-Produktion hoch genug, um alle Verbräuche zu decken und überschüssigen Strom ins Netz zu speisen. Die Batterie bleibt 100% geladen. Am Nachmittag ist der Energiebedarf höher bei sinkender PV-Produktion. Da die PV-Produktion zur Deckung der Hauslast nicht ausreicht, beginnt nun die Batterie Energie bereitzustellen. Nach 15 Uhr führt Wolkenbildung am Himmel zu einer noch niedrigeren PV-Produktion. Das Monitoring-Portal stellt die Kompensation der reduzierten PV-Produktion durch die Batterie dar, die jetzt einen größeren Anteil der Verbräuche deckt als zuvor. Gute Neuigkeiten! Um 16 Uhr kehrt das sonnige Wetter zurück. Die PV-Produktion ist wieder groß genug, um den Strombedarf zu decken, die Batterie zu laden und überschüssigen Strom ins Netz zu speisen. Es ist jetzt 18 Uhr, Essenszeit. Das Tageslicht weicht der Dämmerung und die PV-Produktion geht zurück für den Tag. Die niedrige PV-Produktion reicht nicht aus, um den hohen Energieverbrauch zu decken. Bei einem Strombedarf, der das Angebot der Batterie übersteigt, stellt der Netzstrom die Deckung des Strombedarfs sicher. Bei Sonnenuntergang sinkt die PV-Produktion auf 0. Bei relativ niedrigem Strombedarf im Haushalt kann die Batterie alleine den Strombedarf decken, ohne Strombezug aus dem Netz. Es ist 22 Uhr, Schlafenszeit. Der Strombedarf ist minimal, sodass die Batterie bis zur vollen Entladung das Haus bis ca. 4 Uhr morgens versorgen kann. Danach übernimmt das Netz die Stromversorgung für den Rest der Nacht, bis die PV-Produktion nach Sonnenaufgang wieder startet. Ein weiterer Tag geht vorbei mit der SolarEdge PV und StorEdge-Lösung. Diese hilft dem Haushalt, seinen Eigenverbrauch zu optimieren.